Star Command, come in. Do you read me? Was hat etwas Erstrebenswertes an sich? Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wer ist Buzz Lightyear? Buzz Lightyear. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger. Buzz ist wohl der aufrichtigste Bürger. Er ist der Stärkste, der Schnellste, der Allerbeste. Seine Aufgabe ist es, Woody auf die Palme zu bringen. To infinity and beyond! Wir liebten, dass es keinen Sinn ergibt. Er ist der Superheld, der jedes Kind sein möchte oder mit dem es befreundet sein möchte. Als wir Buzz entwickelt haben, dachte ich, wir hätten etwas, das cool ist. Aber wir hatten keine Ahnung, dass das Ganze zu einem Phänomen werden würde. Wenn man eine so beliebte Figur neu interpretiert, ist der Anspruch ziemlich hoch. Die Figur ist mehr als die Figur in der Toy Story Welt. I think the word you're searching for is Space Ranger. Jetzt werden wir einen Film über die Entstehung dieser Buzz Lightyear-Figur drehen. Andy, der Junge aus Toy Story, freut sich so sehr auf die Buzz Lightyear-Figur, weil er einen Film gesehen hat. Dieser Film ist Lightyear. Es geht um die Geburt eines Helden. Buzz Lightyear wird zu einem Space Ranger. Wir sehen auch, wie sein Herz wächst. Wir haben eine bestehende Figur, die jeder kennt und liebt. Es lag an uns, die Welt mit Leben zu füllen. Ready, Captain Lightyear? Das Design der Buzz Lightyear-Figur ist legendär. Und ich wollte es zelebrieren. Es gibt 1 Million Details, auf die man achten muss. Sein Kinn ist ziemlich markant. Er hat die großen, runden Augen. Die größte Sache ist, dass Buzz in unserem Film Haare hat. Er ist definitiv nicht der Buzz, den wir kennen. Das ist ein anderer Buzz. Sensors have detected no sign of intelligent life. Es geht darum, eine Welt zu erschaffen, die sich glaubhaft anfühlt, damit die emotionale Geschichte zum Vorschein kommt. To infinity. And beyond. Good luck, Captain. We're all counting on you. Roger that. Jenseits der Unendlichkeit. Buzz und die Entstehung von Lightyear.